Servus Leute, willkommen zu einem Faktenvideo. Ja, stimmt, das hat man lange Zeit nicht mehr, aber heute möchte ich mal wieder ein Faktenvideo machen. Und diesmal geht es nicht um irgendwelche Fakten, diesmal geht es um die Lieblingssportart eines jeden Deutschen, passend zur gerade laufenden Handball-WM. Nein, Spaß, es ist Fußball. Das längste Spiel der Geschichte ist gleichzeitig auch das torreichste Spiel der Geschichte. Bei einem Benefizspiel zwischen zwei unterklassigen englischen Vereinen kam es nach 35 Stunden zu einem Ergebnis von 333 zu 293. Das sind 626 Tore in 35 Stunden. Das wäre ausgerechnet ungefähr alle 3,5 Minuten ein Tor. Den nächsten Rekord hat der Ukrainer Nikolai Kutschenko aufgestellt. Er hat damals im Jahr 1995 in unfassbaren 24,5 Stunden den Ball jongliert, ohne dass der Ball den Boden berührt oder eine Pause eingelegt hat. Im Bezirksligaspiel zwischen einem Verein aus Bottrop und einem Verein aus Wesel ließ der Schiedsrichter insgesamt 28 Minuten nachspielen. In der Saison 1981-82 hat es der HSV geschafft, eine ganze Saison lang ungeschlagen zu bleiben. Dies schafft nicht mal der FC Bayern dieses Jahr. Hoffentlich. Die meisten Tore in einem Länderspiel erzielte der Australier Archie Thompson. Er hat unfassbare 13 Mal getroffen gegen eine Nation, die sich amerikanisch Samoa nennt. Deshalb ist es auch kein Wunder, dass er mit satten 13 Treffern zum 31:0-Sieg stark beigetragen hat. In Madagaskar hat ein Verein namens State Olympico aus Protest gegen die Schiedsrichterleistung 149 Eigentore geschossen. Dies passierte in 90 Minuten. Somit hatten die Fußballer aus diesem Verein einen neuen Rekord erzielt. Karl-Heinz Körbel von Eintracht Frankfurt hat mit 602 Einsätzen die meisten Bundesligaspiele aller Zeiten absolviert. So, liebe Leute, das war's schon wieder mit meinem Faktenvideo. Ich weiß, es war ziemlich kurz. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wie immer könnt ihr gerne auf Abonnieren klicken, könnt das Video teilen, es liken oder mir ein paar Kommentare hinterlassen.